Spezialgast im Training vom EV Zug. Es ist eine ganz erfreuliche Überraschung. Der Gorsin Kamichel aktiv auf dem Eis. Es geht dem Gorsin erfreulicherweise sehr gut. Er ist immer noch in der Therapie. Die Therapie ist gut angelaufen. Und weil es ihm so gut geht, erlaubt es ihm auch immer wieder ab und zu ins Training von der ersten Mannschaft zu kommen. Er trainiert auch mit, wie heute auf dem Eis. Und das ist auch ein Teil von dieser Therapie, weil wir haben ja auch immer gesagt, der Gorsin ist und bleibt ein Teil von der ersten Mannschaft. Darum ist es für ihn, aber auch für die Mannschaft und den ganzen Verein sehr wichtig, dass er immer wieder bei uns ist. Ich kann mir vorstellen, auch für die Psyche wichtig für den Gorsin Kamichel, dass er sieht, dass er nach wie vor wirklich ein Teammitglied ist. Sehr, das ist so. Er ist immer noch bei der Mannschaft, er ist auch an den Match dabei, er ist in der Kabine präsent, er ist auf dem Eis dabei und das tut ihm persönlich auch sehr, sehr gut, weil er eben auch sieht, hey, ich gehöre noch immer zu dieser Mannschaft und das wird er auch sein. Die Mannschaft, die Familie, die ist immer für den Gorsin da. Wie geht es jetzt mit der Therapie weiter? Das ist ein fortlaufender Prozess. Er hat immer wieder eine Therapie. Er muss sich dann 2-3 Wochen erholen. Dann ist die nächste Therapie auf dem Programm. Und das geht jetzt noch ein Zeitchen. Auch wenn es noch ein Zeitchen geht, der Gorsin Kamichel auf dem Eis zu sehen, tut gut. Ihm selber und allen Hockey-Fans.